MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moment, ich muss mal ganz kurz was umstellen. Ja, kurz anhalten. Ja. Oh. Wir bauten da eine Hecke. So. Macht ihr? Kurz warten, Benny muss das umstellen. Achso. Benny bremst den ganzen Verkehr aus. Alter. Die krödelt an der Leitplanke lang? Nee, eigentlich habe ich noch ziemlich viel Platz zur Leitplanke bei mir. Alter, Benny, du ziehst raus, alle am Hub, weil sie dir fast reinfahren. Ja, willst du fahren, Nick, oder soll ich? Ich fahre einfach mal vor. Im Wagen vor mir fährt ein Blinder. Bei wem klingelt's denn okay, da? Ja. Bei Nick. Vin Disney. Oh, Nick fährt an Standstreifen. Er hätte auch auf die Raststätte fahren können. Ist die Frage, hält er jetzt an oder fährt er weiter? Einfach. Rollt einfach mal hinterher. Ja. So, jetzt. Alles klar. Von hinten kommt noch was. Vorsicht. Aber sehr, sehr vorbildlich, Nick. Zum Telefonieren an Standschreiben, auf dem Standschreiben fahren. Sehr vorbildlich. Ja, durch die Kopfhörer höre ich halt nicht besonders viel. Ihr könnt auf der rechten Spur bleiben, wir fahren hier ab. Mhm. So weit ist gar nicht mehr, ne? 400 Kilometer. Aber wir haben ja auch noch danach ein bisschen zu fahren. Ja, klar. Ja, außerdem, nach der ersten Tour in Frankreich fahren wir ja noch weiter. Oder habt ihr Zeitdruck? Ja, ja, ich muss zeitig essen, ne? Kannst du an der Raststätte fahren? Du hast doch Zeitdruck, oder nicht? Ich? Nee, warum? Ja. Ja, Sandmännchen kommt doch schon kurz vor 7. Ich bremse nicht mehr, wenn ich deine Rücklichter sehe. Meine Rücklichter siehst du ja auch nicht allzu häufig. Ja, doch, ständig. Ich bin er kommt ja nicht dran vorbei. Nee. Ich bin ja immer schon weg dann. Ich bin schon über alle Berge, bis der mal kommt. Deshalb. Mario, soll ich auch mal Gas geben? Nein, da vorne. Zu spät, schon dabei. Bremsen! Da vorne staut sich's. Ach, die Palme noch mit 90 hier, also. Oh, nein, Tempomat noch drin gehabt. Ja, der macht Platz, wir können auf der linken Spur an ihm vorbei.
Hat er einen Plattfuß, fährt er langsam oder nee, was? Der backt. Achso. Was backt der denn? Oh. Zieht er jetzt an mir vorbei? Wer ist denn? Ach, das ist Nick. Kommt ihr noch hinterher? Ja, ja. Wenn der auf seiner Spur bleibt, ja. Ja, sollte er. Ja, ich habe ihn mal kurzerhand ein bisschen abgedreht. Also das letzte... Ich geh jetzt mal auf 110 runter. Ja. Das letzte Mal, als wir im ETS unterwegs waren, multiplayer-technisch, war Silvester, ne? Mhm. Haltet euch links, rechts kann überholt werden, der auf der rechten Spur kann überholt werden, der ist langsamer. Ja, ziehst du zum Überholen an? Nein, ich park hinter dem. Warum? Oder ist das Benny? Bin ich. Ah. Bleib dir. Ich hab Tempomat 110. Warum heizt ihr eigentlich da vorne so? Warum heizen? 110 ist doch... viel zu schnell. Ja. Für den LKW. Ja, das interessiert doch im Multiplayer keinen. Wir sind schon 160 gefahren. In anderen Sessions. Ja, wir machen dem Regionalverkehr der Deutschen Bahn Konkurrenz. Ich ja. Mache mir nur Gedanken, wenn wir auf der Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt den ICE überholen. Oh ja. Wenn der steht. Nee, wenn er fährt. Vor allen Dingen, ihr habt ein Tempomat auf 110, ja? Ich fahre 125 und du fährst mir weg. Ja, weil ich doch mal beschleunigt habe. Da ist dein Tacho wohl kaputt. Da vorne müssen wir abfahren. Ja, dann werde ich jetzt langsamer. Benny ist Platz. Ja. Alles klar. Nee, so schnell wie Nick bretter ich da nicht rein. Nick. Ach, du musst in die Kurve reinbremsen. Deine Bremslichter gehen nicht. Und deine Aufliegerbeleuchtung geht auch bleib nicht, nur der stehen. Blinker geht. Hm? Was ist gehört? Benny blieb schon wieder fast in der Abfahrt stehen. Ja, ich hab ein bisschen. Benny ist mein. Grade. Benny, hab ich Rücklichter an? Ich kann's doch nicht sehen. Oder siehst du, wenn ich bremse? Jetzt sehe ich bei Nick die Rücklichter. Jetzt sind sie an. Oh. Was hast du gemacht, Nick? Gebremst. Sind das deine Bremsleuchten, alles klar. Was soll ich darauf jetzt sagen? Ah, schön. Ah, jetzt habe ich deine Bremsleuchten gesehen, ja. Hä? Paris? Oh ja. Kommen die Herren noch nach? Ich parke quasi schon in deinem Auflieger quasi so. Achso. Nee, park lieber bei Benny im Auflieger, der hat Spielzeug. Ich hab nur Milchpulver. Also kommt jetzt auf dein... Du meinst, der fährt auch MAN, der könnte ein bisschen Schub von hinten brauchen. Na, es kommt jetzt auf die Altersklasse an. Also wenn von 0 bis 1 würde ich sagen, parkst du bei mir fürs Milchpulver und ab dann solltest du bei Benny parken fürs Spielzeug. Hat der Adult-Spielzeug, ja? Weiß ich nicht. Aber beim Gerd möchte ich nicht im Auflieger parken, der hat Bohrsäure. Mhm. Voll ätzend. Mhm.
Kannst du besser in der Nase bohren mit. Der Typ, der Typ hat, ist voll ätzend. Ja, wenn du dir damit in der Nase bohrst, ist der Rotz dann auch auf jeden Fall raus. Ja. Ja. Wow, hier ist ein Radweg. Also ganz ehrlich, wäre ich Radfahrer, ich würde hier nicht drüber fahren. Ich würde mich ja auch nicht trauen, nee. Weil der Platz zwischen Radweg und LKW ist, ja. Naja, ja, also viel Platz ist da nicht. Das ist schon besonders, also. Da darfst du auf dem Fahrrad nicht mal gerade Hatschi machen. Vor allen Dingen nicht, wenn Mayo mit 110 an dir vorbeibrettert. Ach, genau. Mit Rückenwind. So, ich habe geguckt, ob da keiner kommt. Da vorne müssen wir schon wieder abbiegen. Ja, ich habe jetzt Tempomat drin, ich fahre jetzt 90. Aber Nick bremst schon. Ja. Ist mal wieder schön im Multiplayer unterwegs zu sein. Ja. Geh hoch. Oh mein Gott. Die waren mal schneller, kann das sein? Mhm. Na Gerd, wärst mal hinter mir geblieben, hättest du jetzt durchfahren können. Ne, die geht ja wieder runter. Ja, aber dann hättest du nicht komplett anhalten müssen. Hä, doch? Nein. Weil bei mir bist du durch eine geschlossene Schranke gefahren. Ja. Aber, Benni, bei den ganz rechts, bei den LKW-Schranken musst du nicht anhalten und zahlen, sondern das Geld wird automatisch eingezogen. Ich halte bei den anderen auch nicht an. Oh! Hier ist 50, ja, dann fahren wir mal 70. Ja, habe ich auch gemacht. Muss aufpassen. Wenn das so ist, gebe ich mal Gas. Achso, wir können hier rechts bleiben. Wir müssen direkt wieder runter. Ja, Benni hängt was zurück. Gib nicht so viel Gas. Er ist schwer mit dem Scania. Ja, den nehme ich. Ach, ich komme schon hinterher. Nein, ja, nehme ich gleich auch wieder. Es könnte jetzt mal aufhören mit Regen und Gewitter. Ich habe die Regenwahrscheinlichkeit habe ich doch auf 0 gesetzt, Mann. Ja, 0 ist unendlich. Ja, klar. Heißt nur Regen. Nichts anderes. Ja. Deswegen komme ich nicht aus dem Quark. Ich habe keine Regenreifen. Hm. Noch Intermediates oder schon wet? Schon wet. Ich fahre fast auf der Felge. Warte nur auf den nächsten Bahnübergang, damit ich mich eingleisen kann. Ja. Autobahn wieder 110 oder fahren wir 90? Da fahren wir 100. 100, ja gut. Dann müssten wir nicht bald in Paris sein, so scheiße weit weg ist das doch auch nicht. Wir müssen nicht nach Paris. Nee, stimmt, wir müssen ja gar nicht mehr nach Paris, nach Le Mans. Aber das ist doch auch nicht so scheiße weit weg. Das sind noch 153 Kilometer. In Panne, Mayo? Nee, warum? Wo du über den Standstreifen fährst. Ja, ich bin ein bisschen näher mit meinen Cookies an den Monitor gegangen, ja, um zu gucken, wie schnell ich bin. Mayo ist multitaskingfähig, kann auf zwei Fahrstreifen gleichzeitig fahren. Ja, hier, guck, kann ich. Mayo kriegt sogar teilweise hin, wenn er drauf ist, auf 3 zu fahren. Ja, je nachdem, wie ich abhebe, eben auch kurz, da hätte ich auch fast 3 Spuren genutzt. Ich sag ja, einen Tag vor meiner Hochzeit, als wir das Buffet abends abholen wollten, da lachen ein LKW mit Chlorgas beladen auf der 565 am Kreuzborn Nord mit beziehungsweise in Ende nicht am Ende, kurz vorm Ende nicht der Ei. Der hat auch alle 3 Spuren genutzt, quer sogar. Mhm. War das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass wir dass alle Autos rückwärts von der Autobahn fahren müssen. Ah ja. Unter polizeilicher Anleitung. Mhm. Für die Autos ging das gut, für die LKWs war das ein bisschen blöd. Die mussten stehen bleiben. So. Die nächste Tanke ist meine. Wir waren ja eben erst an der Tanke. Ja, ich habe aber nicht getankt. Ja, warum nicht?
Weiß ich nicht. Ich habe aber auch nur noch. Das sieht ja cool aus hier. Obwohl ich getankt habe, habe ich auch nur noch halben Sprit. Also der MAN, der frisst aber schon, ey. Mann, oh Mann, frisst der. Da kommt so ein grüner MAN an mir vorbeigefahren. Ein grüner? Oh! Was denn? Da kam ein Random Event. Ach so. Ich hab mal kurzerhand die Pylonen beiseite gerammt. Stand im Weg. Ist das nicht wie in Omsi, dass die Pylonen dich beiseite rammen? Ja, das Problem ist, wenn du dann auf der rechten Spur bist bis 100, dann kommen dann diese Pylonen, dass du links rüber sollst. Und Benny ist links neben dir. Ja. Mary Benny ist auch multispurfähig. Ja. Das mache ich noch nicht mal. Ich bin hier mit einer Hand am Lenken, pack mir meine Merci aus, bin Merci auch gleichzeitig noch am Essen. Selbst dann halte ich meine Spur. Wenn das die Polizei hört, was du alles während der Fahrt machst, das ist ja viel schlimmer als Zeitung lesen und Fußnägel schneiden. Wieso? Ja, da kriegst du wenigstens keinen Zuckerschock. Ich brauche Nervennahrung bei euch, hallo? Ja, das glaube ich. Niki hat wieder frisches Brot gebacken. Was meinst du, was ich mir gleich Nervennahrung hole? Und diesmal ist es auch brotmaschinengerecht geformt. Mhm. Ja, letztes Mal hat es... Mit zwei Löchern unten drin, okay. Ja. Weiß nicht, warum der Nick die ganze Zeit blinkt. Weil wir auf einer Abfahrt sind. Und? Da blinkt man. Und? Der Abfahrt nicht mehr. In der Abfahrt nicht mehr, genau. Doch, normalerweise lässt du doch den, schaltest du doch den Blinker nicht direkt wieder aus, wenn du rüber bist auf der Spur, doch. Auf der Abfahrt. Das wäre mir aber neu. Weil du bist ja in deiner Spur auf der Abfahrt, da brauchst du keinen Blinker mehr. Na, oh. Noch keinen gesehen, der direkt wieder ausmacht. Alter. Haiti Tai, das war knappi. Das war knapp wie das Höschen von Verona Pot. Ich muss immer nur aufpassen, dass ich den Benny nicht hinten drauf knalle in den Abfahrten und wissen, Auffahrten. Hast du wissen, was zu spielen, hab ich schon mal erklärt. Hoppala, das war ein bisschen niedriger Gang. Oh, scheiße. Hat keiner gesehen. Benny macht einen Ausflug in die Botanik. Ja, ich habe gerade den Resada drin gehabt. Sollen wir warten? Nein, nein. Alles gut. Ich hab nur das 50-Schild weggelaufen. Ich zumindest behaupten, da waren 50, habe ich dann kein Schild mehr. Das hast du aber jetzt vorne auf der Windschutzscheibe packen, brauchst du nur noch drauf gucken. Ah, nee. Klemmt jetzt unten drin. Wir sind in Le Mans. Das heißt, LKW wechseln. Ja. Was freue ich mich? Soll ich einfach mal zur Werkstatt fahren? Ja, kannst du machen. Gerd und ich gehen abladen. Hm. Ich bin auch gerade mal ganz kurz 2 Minuten weg. Ja, dann warte, bis wir abgeladen haben und ihr an der Werkstatt seid beide, dann können wir hier einen Cut machen. Einfach.
Ach so, ja, oder das. Ist viel einfacher, weil dann kann ich auch noch mal ganz kurz wohin. Sollte vor der Aufnahmesession sollte ich einen Haselnusskaffee trinken. Ah, Gerd macht I got follow. Du willst mich jetzt nicht überholen. Gerd, hier kommt ein Kreisel! Du Penner! Du Elendleiten-Penner! Leck, komm, Fatz, Alter! Mann! Fahr da jetzt rein! Blöd, Mann! Ich hab das doch schon gesehen, dass da ein Dings kommt, ein Kreisverkehr. So, ich lade jetzt auch direkt mit 0 EP ab. Nee. Nee, ich lade. Die 15 EP solltest du mitnehmen. Lad vorwärts ab, genau. Wo ist denn hier der nächste? Ach, muss ich mir hier eine Garage kaufen, damit ich tauschen kann, ne? Wenn du die nicht hast, solltest du die kaufen, damit du hier wieder hinkommst, ja. Ja, damit ich will ja einen neuen LKW. Ich will ja wieder meinen Scania. Wo treffen wir uns denn? An der Werkstatt. Ich gehe dann offscreen den LKW wechseln. Gerd, wir nehmen von hier jetzt keine Fracht auf, ne? Wir gucken gleich im Frachtmarkt. Also im Ladungsmarkt. Alles klar, dann machen wir hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Session dann mit anderem LKW, neuer Fracht und mit leerer Blase. Bis gleich. Tschö. Tschüss. Tschüss. Nick? Computers.